Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschermeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Gut, wir haben heute eine Frage, geht um Selbstwert. Nochmal kurz vorab, noch einige freie Plätze in Hamburg. 12. Juli, Köln, 13. Juli, München, 14. Juli, Liebeschip-Kurse mit mir persönlich, ansonsten online gern. Und ich habe einen Artikel auf meiner Website, den es umsonst gibt im Moment, der mal auch in mein Buch kommen soll. Gut, ja, eine Frage von, ja, wie nennen wir sie mal heute? Roswitha, sagen wir mal. Hallo Christian, ich liebe deine Videos. Sie haben mir schon oft geholfen zu erkennen, wer ich bin. Auf jeden Fall eine bindungsunsichere Person und liebessüchtig und auch eine unerreichbare Verführerin. Ehrlichkeit ist immer gut. Ich komme in der Welt aber irgendwie klar, es ist nur so schwer. Immer wieder kommt meine Eifersucht durch, die ich niemals zeige, bei jedem Partner. Kleinster Auslöser, zum Beispiel bei Facebook die Ex zu sehen oder wenn er ihren Namen erwähnt, liegen für mich Tage lahm. Ich stalke nicht, das reicht zu wissen, dass sie irgendwo da sind. Dabei geht es immer um die Ex-Freundin meiner Partner, egal wie lange sie schon weg sind. Oder die Frauen, die sie hübsch finden. Von denen denke ich, dass sie viel mehr von meinem Partner geliebt worden oder würden als ich. Ist das ein hilfreicher Gedanke? Dass sie viel hübscher sind? Oder sogar gerade auch, wenn sie es nicht sind, zumindest mehr seelische Bindung hatten? Also das sind so typisch co-abhängige Gedanken von, ich bin nicht gut genug, gut, dass du die wahrnimmst. Wenn ich eine Frau sehe, die sehr ähnliche Gesichtszüge wie mein Partner hat, denke ich, die würde viel besser passen, die würde er viel mehr lieben, sogar bei Frauen, die meine Partner nicht mal kennen. Ja, also geht ja oft einher mit Liebessucht, diese Co-Abhängigkeit, und mit Co-Abhängigkeit gehen diese, also beziehungsweise die Ursache dafür sind eigentlich diese Gedanken, ne? Das sind so verschiedene Layer. So ganz unten steht meistens Scham, also Schamgefühle als Kind irgendwie, oder noch darunter eigentlich diese eigentliche Bindungsverletzung, die passiert, dann so eine Scham, dass man als Kind denkt, wow, wenn ich so behandelt werde, scheint mit mir irgendwas nicht okay irgendwie. Und darüber entwickeln sich dann diese ganzen Gedanken. Das hört sich so krank an, bin ich total gestört. Ja, total. Völlig mit Schugge. Nein, das ist einfach normale Co-Abhängigkeit. Wie kann ich das bloß loswerden? Mein Kopfkino hat keine Grenzen und findet viele kreative Wege, mir das Leben schwer zu machen. Ja, da musst du ran, ne, dieses Kopfkino. Ansonsten bist du wahrscheinlich ganz okay. Dahinter steht wohl der Wunsch, die Einzige zu sein und das Bedürfnis nach Sicherheit. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Und es begann ein langes Hin- und Hergeschiebe mit mir und Platz war eigentlich bei beiden nicht. Meine Mutter ist ängstlich vermeidend und generalisierte Angststörung. Okay. Und kann mir nicht in die Augen sehen. Sie ist auch nie ernst, sondern immer albern. Oh Gott. Mein Vater hat immer ein Alkoholproblem. Ja, Gott. Das ist echt nicht schön. Früher sind bei uns zu Hause die Gläser an die Wand geflogen. Ich musste im Trennungsjahr bei meinem Vater wohnen, das war schrecklich. Ja, es ist echt ganz üble Biografie. Ich sehe auch beide heute nicht oft. Außerdem habe ich ein Talent dafür, mir kühle, autoritäre Männer mit Suchtproblemen oder narzisstischen Zügen zu suchen. Ja, ich mag deine Ehrlichkeit, die ich anhimmle und wenn sie alkoholisiert sind, Gefühle zeigen. Und wenn sie alkoholisiert Gefühle zeigen, ist das wie wenn mein Akku aufgeladen ist. Ja, dann Sucht. Junkie-System ist dann, kriegt dann seinen Kick, ne, das Kind. Aber ich weiß eigentlich, dass es nicht echt ist. Am liebsten hätte ich einen viel älteren Partner, der groß, stark, selbstbewusst ist. In Klammern Vaterkomplex, Fragezeichen. Brauchst einen verfügbaren Partner, den du auch willst. Ich war mal beim Coaching, wo die Eifersucht so am Rande besprochen wurde. Da war es kurz besser. Aber es kommt später wieder durch. Wie verkorkst bin ich und wie werde ich das wieder los? Würde mich freuen, wenn du ein Video für mich machst. Ich mag dich natürlich auch, wenn du es nicht schaffst. Sweet. Okay. Ja, also du musst diese Gedanken, ist jetzt nur so ganz kurz, ne? Du könntest auch mal eine Strategiesitzung machen vielleicht, aber musst diese Gedanken angehen. Es gibt ja solche Gedanken, ne? Die musst du erstmal identifizieren. Und das werden nicht viele sein. Das sind so fünf Kernkracher, ne? Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, alles geht immer schief in meinem Leben. Also diese Gedanken musst du analysieren, schreibst du in dein Tagebuch und dann jedes Mal, wenn die aufkommen, schreibst du 3 bis 5 Kontergedanken auf, ne? Also zum Beispiel,
nee, das ist, was weiß ich, zum Beispiel, ja, also natürlich, ich bin gut genug und ich sehe gut genug aus, ich weiß, dass ich genug Zuneigung oder Aufmerksamkeit von anderen Männern kriege. Es ist einfach nur so, dass ich auch durch meine Erziehung irgendwie da negative Gedankenketten habe und sonst ist mit mir alles in Ordnung. Das wäre zum Beispiel ein positiver Gedanke. Oder ich arbeite an mir, ich werde immer geiler, attraktiver, cooler werden und was auch immer ich jetzt denke, ich werde einen coolen, geilen Mann finden. Das wäre ein toller Gedanke, ne? Und so weiter. Das muss man aber konsequent machen, ne? Weil das sind wirklich so ganz tief sitzende Glaubenssysteme, die eben überhaupt erst eine Liebessucht und diese ganzen Sachen möglich machen. So, und da würde ich rangehen, halte ich mal eine Zeit lang 3, 6 Monate weg von diesen Männern überhaupt, mache den Liebeschip-Kurs oder irgendwas anderes und ja, und gut, dass du da das so wahrnimmst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Fragen, wie gesagt, Fragen at eberatung.info, Termine auf eberatung.info, Skype-Mail persönlich und so weiter. Und wir werden uns bald wiedersehen.